Er ist schick, der Ferrari-Sportwagen. Für viele ist er schlichtweg die Erfüllung ihrer Träume. Doch wie wäre es, wenn Sie so ein Traumauto wenigstens mal fahren könnten? Das ist möglich in Wählitz bei Weißenfels. 400 PS, 3,6 Liter Hubraum, 8 Zylinder, 300 Stundenkilometer. Ein knallroter Männertraum in Metall und Lack. Sein Fahrer weder Adliger noch Industrieller, sondern Bäckermeister Hanke aus dem 400-Seelen-Ort Wählitz. Hobby Ferrari-Vermietung. Ja, hallo Hanke. Ja, los geht's mit einem Kilometer ungefähr mit 2 Euro, das ist der 248 TS. Angefangen hatte es vor 2 Jahren bei einem Urlaub am Bodensee. Bäcker Hanke nutzte die Zeit, um einen dort ansässigen Vermieter für Edelkarossen zu besuchen. Schnelle Autos, das war schon immer sein Traum. Da bin ich dann hingefahren, gleich am zweiten Tag, ne? Und ja, und dann waren die großen Fahnen und da standen die 25 Autos drin zugedeckt. Man war sich sympathisch und so kam es denn, dass eines Tages ein Ferrari vor der Tür stand. Reinhard Hanke wurde es etwas mulmig. Wie machst du das alles? Was sagen die Kunden? Und das war eine kleine Sensation. Und alle haben gedacht, das ist meiner. Unsinn natürlich. Alles nur geliehen. Doch das Geschäft mit den italienischen Flitzern geht gar nicht so schlecht. Trotz einer Kaution, die je nach Modell bis zu 12.500 Euro beträgt. Trotz Altersbegrenzung und trotz Preisen von umgerechnet 200 Euro für 100 Kilometer. Auf das Kind im Manne ist eben Verlass. Na, was sagst du? Geil, richtig, vom Feinsten. Als kleines Kind schon siehst du die roten Flitzer auf der Straße oder im Fernsehen, in Zeitschriften, als Modellautos und denkst dir, das wär's. Wenn du mal groß bist, fährst du Ferrari. Das weibliche Geschlecht hingegen scheint merkwürdig desinteressiert. Höchstens zum Mitfahren lässt es sich überreden. Denn auch das gibt's im Ferrari-Angebot des 68-Jährigen. Dann war ich mal irgendwie zu einem anderen Fest, eine 85-Jährige, die wollte unbedingt. Ach, Mann, war das ein Gaudi. Ach, dass ich das noch erleben darf. Mensch, oh Gott, die hätte mich am liebsten geküsst. Was beweist, für einen Sportwagen ist man nie zu alt. Wer wüsste das besser als Bäckermeister Hanke aus Wählitz? Kleine Jungs, die machen die Kurve.